Hallo, wir haben uns an diesem sonnigen Tag am Flughafen zusammengefunden, um über den Savage zu reden. Genauer, ein Anfängerguide für diesen Helikopter. Die grundlegende erste Information, die ihr auf jeden Fall wissen und befolgen solltet, ist, dass ihr nach dem Start des Helikopters das Fahrwerk einfahrt. Denn nur sehr schlechte dumme Noobs fliegen mit dem Fahrwerk draußen. Drückt dazu den linken Analogstick. Nachdem wir das jetzt aus dem Weg haben, spreche ich mal über die grundlegende Steuerung des Helikopters. Mit L1 und R1 könnt ihr den Helikopter jeweils um seine eigene Achse nach links oder rechts rotieren lassen mit Hilfe des Heckrotors. Um den Helikopter nach vorne oder nach hinten zu neigen, bewegt den linken Analogstick jeweils nach vorne oder nach hinten. Um an Höhe zu gewinnen, haltet R2 gedrückt, um an Höhe zu verlieren und den Helikopter abzusenken, haltet L2 gedrückt. Außerdem könnt ihr über das Neigen des Helikopters nach links oder rechts mit dem linken Analogstick jeweils mit einer Bewegung von links nach rechts eine kurze Seitwärtsbewegung einleiten. Im normalen Geradeausflug haltet ihr in der Regel R2 gedrückt und neigt den Helikopter voll nach vorne. Um dann einen Angriff einzuleiten, verliert ihr über L2 kurz an Höhe, das erhöht den Neigungswinkel und ihr könnt tiefer nach unten feuern. Jetzt zeige ich euch noch, wie man den Helikopter landet, ohne dabei zu hart aufzusetzen und ihn zu beschädigen. Fliegt relativ langsam auf den Zielbereich zu, zieht vorne kurz hoch, um ihn auszubremsen, klappt dann das Fahrwerk aus, geht kurz auf L2, aber lasst es wieder los, bevor ihr am Boden aufsetzt. Der Helikopter sinkt dann sanft Richtung Boden und setzt normal auf. Da es viele noch nicht ganz verstanden haben, zeige ich euch jetzt, wie man im Heli richtig eine Kurve fliegt. Ihr drückt nämlich nicht nur den linken Stick einfach nach links, nein, ihr arbeitet zusätzlich auch noch mit dem Heckrotor. So könnt ihr beispielsweise jetzt in einer Rechtskurve zuerst den Stick nach rechts bewegen und dann mit R1 zusätzlich noch das Heck ausbrechen lassen. Euer Kurvenflugwinkel wird dann deutlich enger und der Heli fühlt sich direkt mobiler an. Sehr viele Leute beschweren sich, dass der Savage nicht agil genug sei. Das sind dann die Leute, die mit offenem Fahrwerk rumfliegen und ihren Heckrotor nicht benutzen. Da kann dann ja auch nichts bei rauskommen. Ich persönlich finde, dass der Savage, obwohl er ziemlich groß und schwer ist, von den Neigungswinkeln, die er manchmal nicht perfekt kriegt, abgesehen, eigentlich sich recht gut fliegt. Nachdem ich eben kurz etwas Gameplay im Tiefflug hatte, jetzt das totale Kontrastprogramm dazu, nämlich wie man den Heli im Sturzflug richtig abfängt, um nicht nach einem Sturzflug am Boden aufzuschlagen. Der Neigungswinkel wird immer stärker und so wird der Heli auch immer schneller. Ihr müsst frühzeitig dann vorne hochziehen und mit R2 vollen Schub geben, sonst wird er sich immer weiter dem Boden nähern, selbst wenn ihr ihn schon wieder in die Waagerechte gebracht habt. Im Wesentlichen haben wir jetzt das Movement und wie man Kurven fliegt abgehakt, aber ich habe tatsächlich eine Art Hausaufgabe für euch, die ihr bis zum zweiten Teil üben solltet, wenn ihr eure Heli-Flugkünste tatsächlich nachhaltig verbessern wollt. Fliegt dazu idealerweise unter Brücken entlang, so wie dieser hier. Dadurch lernt ihr nicht nur, wie man Kurven fliegt und den Heckrotor richtig benutzt, nein, außerdem lernt ihr, wie man mit L2 und R2 jeweils die Höhe des Helikopters richtig reguliert oder wie man schräg zur Seite fliegt, um den Helikopter passender unter der Brücke hindurchzubringen. Diese Übung beiseite, in der jetzt folgenden zweiten Hälfte des Videos spreche ich über das Zielen und Schießen mit dem Helikopter. Erneut die Grundlagen zuerst, so ähnlich wie bei der Grundlagensteuerung, könnt ihr, um nach links oder rechts zu zielen und zu feuern, jeweils mit dem Heckrotor über L1 und R1 nach links und rechts drehen. Einen Höhenwinkel habt ihr da noch nicht, der funktioniert wiederum über das Absenken des Helikopters, entweder über den Neigungswinkel nach oben oder nach unten. Darüber hinaus könnt ihr aber auch nach oben oder unten ziehen, indem ihr mit R2 höher fliegt oder mit L2 tiefer. Da das alles so nur gerade Linien sind, solltet ihr idealerweise viele verschiedene Movement-Optionen in der Steuerung des Helis kombinieren, um genau dahin zu feuern, wo ihr hinfeuern wollt. In First Person habt ihr ein besseres Sichtfeld. Am Rande bemerkt, das Abneigen zur Seite sorgt bestenfalls dafür, dass euer Helikopter etwas unstabiler in der Luft liegt und dann nach Verzögerung er zur Seite feuert. Viel effektiver ist es, wenn man alles kombiniert und so wie ich hier um einen bestimmten Zielbereich kreist. Das ist sicherlich für Anfänger nicht ohne weiteres möglich und deswegen habe ich dafür auch noch eine weitere Übung für euch, sodass ihr das etwas lernen könnt. Fliegt hierzu seitlich versetzt auf den Tower am Flughafen zu und drückt dann R1, beziehungsweise wenn ihr von der anderen Seite kommt, L1, um euren Helikopter mit Hilfe des Heckrotors dem Tower zuzuneigen. Dann besteht eure Aufgabe darin, in etwa die Distanz und das Sichtfeld auf dem Tower zu halten, sodass ihr um den Tower drumherum fliegt, praktisch um ihn herumkreist, sodass er euer Ziel wäre, wenn ihr jetzt feuern wolltet.
Das genaue Zielen, beispielsweise zum linken oder zum rechten oder zum unteren oder zum oberen Rand des Towers, funktioniert selbst in dieser Bewegung noch so, wie es normalerweise auch beim Zielen funktionieren würde. So sieht das Ganze dann übrigens in Third Person aus. Mit entsprechend mehr Übungen wird euch das immer einfacher fallen. Also nochmal, hinfliegen, entsprechend mit dem Heckrotor eindrehen und dann den Turm im Sichtfeld behalten. Am Steuerknüppel unten in der Mitte des Helis könnt ihr dann übrigens auch erkennen, welche Bewegungen ich mit dem linken Stick mache, falls euch das hilft. Das war im Wesentlichen auch schon mein Anfängerguide Teil 1. Teil 2 wird demnächst in ein paar Wochen irgendwann kommen. Falls ihr allerdings noch mehr zum Savage sehen wollt oder falls dieses Video euch zu anfängerorientiert war und ihr schon viel besser im Heli seid, dann möchte ich euch meinen Savage Guide für Fortgeschrittene empfehlen. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ich hoffe, fürs Erste hat euch dieses Video gefallen und geholfen. Bis dann!